Hier ist Fred von Fettspiel mit dem 119. Let's Play Good Game Empire. Es hat ja auf unserem Channel eine kleine Umstellung gegeben, die ab sofort darüber entscheidet, ob es mit einer Let's Play-Reihe weitergeht oder nicht. Ab sofort entscheiden nicht die Views, sondern die Likes darüber, ob es weitergeht. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich weiter Let's Playe, dann drückt ihr einfach den Daumen nach oben, gebt mir einen grünen Daumen, sagt, es soll weitergehen. Wenn ihr mich nicht mehr sehen könnt, dann macht ihr einen roten Daumen draus. Wenn euch das scheißegal ist, dann macht ihr gar nichts. Aber ich hoffe doch, dass ihr mit mir weiter hier Good Game Empire spielen wollt. Und ihr seht ja auch, es geht voran. Level 29, gerade durch die Quest mit der tollen Prinzessin. Was haben wir jetzt alles bekommen? Wir haben erstmal ein paar Rubine bekommen, das war auch schön. Wir können das Feldlager Stufe 3 nun errichten. Ein Übungsplatz Stufe 2, Holzfäller Stufe 8 und ein Trockenlager. Dieses Trockenlager habe ich schon bei ein paar von euch gesehen. Ich bin ganz, ganz gespannt, was das überhaupt kann und macht. Jetzt habe ich wahrscheinlich auch neue Quests bekommen. 11 offene Ziele zähle ich. Das ist auch schon eine ganz schöne Menge. Jetzt holen wir uns aber erstmal die Steuern ab. Holen unseren Steuerneintreiber hier nochmal. Bringen ihn nochmal auf die Straße. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Und weiter geht's. Sehr passend. Holzfäller werden ausgebaut. Natürlich. Die haben wir jetzt ja auch auf Stufe 8 auf dem neuesten Stand. Auch das Feldlager soll ausgebaut werden. Und die Prinzessin hat mal wieder neue Vorstellung, wie es hier weitergehen soll. Da können wir sogar gleich machen. Münzen haben wir doch genug, spenden wir. Nahrung können wir auch spenden. Und schon haben wir wieder Erfahrungspunkte erhalten und Holz und Stein. Und unsere Prinzessin ist noch begeisterter als zuvor. Ich danke euch vielmals. Das ist doch sehr, sehr schön. Dann haben wir das auch noch erledigt. Damit wir auch das andere erledigen, würde ich sagen, müssen wir jetzt mal wieder zusätzliche Bauslots mieten. Das kostet ja immer ein paar Rubine. Aber zum Glück haben wir noch ein paar und wir können jetzt hier auch die Holzfäller weiter upgraden. Auf Stufe 8 mache ich das jetzt auch. Mit dem ersten, mit dem zweiten und mit dem dritten. Das heißt, das nächste Mal können wir dann auch den vierten upgraden und dann haben wir diese Quest auch schon erledigt und wieder Erfahrungspunkte bekommen. Das ist dann schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Und jetzt gucke ich erstmal die Nachrichten und wir sehen uns gleich wieder. So, hier bin ich wieder und eine Nachricht möchte ich doch sehr, sehr gerne mit euch teilen. Und zwar mein Angriff auf die Raubritterburg. Dort habe ich aber dieses Mal schon eine Menge verloren. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich sehr, sehr viele Schwertkämpfer auch frontal hingeschickt habe. Nicht mal. Guckt euch das mal an. Anzahl der gefallenen Angreifer auf dieser Flanke habe ich alles verloren. Das ist ja mal interessant. Also gerade weil mir Dunadan den Tipp gegeben hat, dass ich ab sofort eigentlich die Raubritterburgen nur über die Flanken angreifen sollte. Jetzt sehe ich aber gerade, frontal kam ich hier super durch. Aber auf dieser Flanke habe ich 20 Schwertkämpfer verloren. Also alle, die ich da hingeschickt habe. Das ist dann schon ein bisschen heftig. Ich weiß ja gar nicht. Lag Dunadan da nicht richtig? Hätte ich jetzt einfach alles auf die Flanken legen sollen? Oder offensichtlich habe ich aber hier nur gewonnen, weil ich auf frontal gekommen bin. Schon ein bisschen komisch, aber auf jeden Fall habe ich die Raubritterburg erledigt und das ist ja auch das Wichtigste. Ich wusste ja, dass wahrscheinlich so ein paar Schwertkämpfer fallen. Schwertkämpfer sind ja nicht gerade das Beste für einen Angriff, aber das Beste, was ich momentan bauen kann. Deswegen habe ich mich ja dafür entschieden. Aber naja gut, immerhin, die Raubritterburg ist gefallen, das ist doch schon mal gut, das hilft ja auch unserer Quest. Ihr wisst ja, wir haben ja, wo waren das nochmal? Verbrecher werden nicht geduldet, genau. Jetzt haben wir die nämlich hochgelevelt und können jetzt Raubritterburg Level 9 oder höher besiegen, immerhin zum ersten Mal. Sobald wir genug Einheiten haben, ich würde mal sagen, ich werde dann auch gleich meiner Kaserne wieder ein paar Schwertkämpfer nachpumpen, damit wir beim nächsten Mal wieder mal eine Raubritterburg angreifen können. So, was gibt es hier noch zu tun im ersten Außenposten? Dunadan hat gesagt, ich sollte hier nur maximal 12 Farmhäuser haben. Wie viel habe ich denn eigentlich gerade? 2, 4, 6, 8, 10. Ja, gut, das sind sogar gerade 12. Dann passt es ja perfekt. Da kann ich sogar hier noch die Farmhäuser upgraden, die kleinen, die ich hier habe. Dann müsste das ja eigentlich auch sehr gut laufen. Mehr wird dann auch nicht produziert werden. So, soviel zum ersten Außenposten. Dieses Farmhaus kann ich leider nicht upgraden, noch nicht. Bin noch nicht Level 31, aber lange kann das ja nicht mehr hin sein. Jetzt, wo ich schon Level 29 bin mit diesem Let's Play, das ist ja auch schon mal was. Und wir gehen in unseren zweiten Außenposten. Dort habe ich ebenfalls von Dunadan den Tipp bekommen, dass ich hier auch eine zweite Bäckerei errichten könnte. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Wo habe ich denn eigentlich nochmal diese eine Bäckerei? Habe ich die eigentlich hier hingetan?
Sägewerk. Ich sehe es gar nicht. Hier mittlerweile, hier müsste ich auch mal wieder ein bisschen ordnen, ein bisschen neu ordnen, da ich hier irgendwie... Ach, hier habe ich noch gar keine Bäckerei. Ja, dann kann ich auf jeden Fall hier auch noch eine machen. Wenigstens eine. Also, Baumenü. Wo bist du nochmal? Bäckerei. Genau, am besten zu den Farmhäusern, damit ich beim nächsten Mal auch genau weiß, wo die steht. Und dann kann hier auch besser mit der Nahrung gewirtschaftet werden. Das ist doch auch schon mal schön, da haben wir das auch gemacht. Hier könnte ich sogar die Farmhäuser weiter upgraden, obwohl wir im Moment, glaube ich, gerade eher ein Holzproblem haben. Deswegen gehe ich lieber mal auf die Holzfäller. Sehr schön, und wir gehen zur letzten, zur letzten Position hier, zur letzten Station. Das ist nämlich meine Burg Nordfried im immer Wintergletscher. Da können wir mal schauen, welche Quest wir dort verfolgen können. 4 Stück haben wir an der Zahl. Alle geben sie XP, das ist natürlich auch geil. Vielleicht können wir da eine sofort erledigen. Das wäre mal was. Ach, Dekos besitzen, das gibt es ja auch noch. Die Köhlerei auf Stufe 2 ausbauen, da seht ihr. Genau das wollte ich auch machen, deswegen habe ich auch die zweite Köhlerei überhaupt erst errichtet. War ja auch ein Questing natürlich. Habt Erbarmen, das Dorf muss upgraded werden. Dafür habe ich auch noch nicht genug. Feuer des Lebens, baue ein Trockenlager. Ha! Da habe ich es doch gerade gesehen. Dann schau mal, vielleicht können wir tatsächlich mit den Ressourcen, die wir haben, sogar noch so ein Trockenlager errichten. Ich gehe mal ins Baumenü und dann bin ich mal ganz gespannt, was dieses Trockenlager überhaupt bringt. Erhöht die Produktivität aller Köhlereien in der Burg. Ah, alles klar. Natürlich, dann hängt das hier zusammen. Deswegen habe ich beides bisher auch noch nicht gehabt und noch nicht erlebt und auch erst hier im Immerwintergletscher gesehen. Aber ihr seht, da brauche ich unglaublich viele Ressourcen. Das sind sehr, sehr viele Ressourcen. Deswegen werde ich hier am besten erstmal meinen Steinbruch upgraden. Vielleicht auch noch einen Holzfäller upgraden. Und dann am besten auch noch vom großen Imperium aus ein paar Rohstoffe rüberschicken. Das wäre vielleicht gar nicht mal die schlechteste Idee, damit das auch so funktioniert. So, machen wir es am besten vom ersten Außenposten. Da haben wir immer am meisten. Schicke ich jetzt aber mal 10.000 Stein und Holz rüber. Und dann hoffen wir mal, dass wir das beim nächsten Mal dann alles erfolgreich machen können. Sehr gut. So, wieder zurück in der Hauptburg. Also ich würde mal sagen, der Fahrplan ist so, dass ich beim nächsten Mal hier die Holzfäller-Quest erstmal erledige. Kriege ich wieder ein bisschen Erfahrungspunkte. Und ein paar von euch haben mir auch schon gesagt, hier nichts mehr mit Waffenständer machen und Vorräte. Das ist ja eigentlich alles nur Low-Budget-Deko. Aber ich würde sagen, diesen großen Umbau meiner Hauptburg, und das werde ich aber erst machen, wenn ich Parks habe. Erst wenn ich Level 31 bin, dann werde ich aber mal richtig mich ins Zeug legen hier. Dann werde ich, wenn ich Level 31 bin, sowohl hier meine Burg upgraden mit Rubinen und mit ganz normalen Rohstoffen, und dann werde ich mal ganz, ganz viel Deko einlagern, ins Dekorationslager, mir Parks hinbauen, alles nochmal umstellen. Also ich würde mal sagen, das wird eine Sache sein, mittelfristiger Plan, wie wir hier diese Hauptburg nochmal sehr, sehr schön umgestalten können. So, jetzt aber erstmal zu einer Burgbesichtigung. Ich habe mal wieder eine Anfrage bekommen, diesmal von Laurenz Vogel, aka Vauro. Der möchte, dass ich seine Burg ansehe, und dann mache ich das auch glatt. Hat als erstes gefragt, und wer zuerst kommt, der malt zuerst, wie ihr wisst. Vauro, da ist sie doch. Burg Vauro, Spielerinfo, Level 21. Aha, in der Allianz Söldnerheere 2. Gucken wir uns die mal an. Da gibt es auch schon immerhin 23 Mitglieder, uns neutral gesinnt. Und dann schauen wir uns nochmal die Burg an, würde ich sagen. So, da ist sie, Burg Vauro. Oh, das finde ich jetzt mal sehr, sehr schön, dass du hier überall so Freiräume gelassen hast. Ich bin ja auch ein ganz, ganz großer Freund eigentlich von Freiräumen, von Wegen. Das sieht natürlicher aus. Ich meine, die Leute müssen ja auch irgendwie zu ihren Häusern hinkommen. Und wie man hier sieht, hast du überall Wege. Da ist ein Weg, hier ist ein Weg, da ist ein Weg. Hier dazwischen, da laufen sie sogar gerade hier zwischen den Steinbrüchen und den Wohnhäusern. Das finde ich sehr, sehr schön. Dafür hast du natürlich jetzt keine große Freifläche, wo zum Beispiel der Koloss so stehen kann, aber... Dafür sieht deine Burg jetzt sehr, sehr realistisch und lebendig aus, weil hier die Leute tatsächlich, man sieht, dass sie hier tatsächlich leben und gehen können und nicht alle eingepfercht irgendwo in der Ecke sind. Das finde ich sehr, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Da hast du dir was sehr, sehr Gutes ausgedacht. Und ich gucke auch einfach mal auf den ersten Außenposten, was da so ist. Oh ja, große Vorräte. Hier finden also die Saufgelage statt bei dir. Gucken wir mal in den zweiten Außenposten, was da los ist.
Da ist noch nicht viel los. Der ist noch relativ frisch, sehr jung, aber dafür auch wahrscheinlich gerade groß im Aufbau. So sieht es aus. Das sind die Burgen von Fauro. Und mein Steuereintreiber wird jetzt nochmal auf die lange Reise geschickt. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass es weitergeht, dann like dieses Video. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Euer Fred von fettspielen.de.